Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute möchte ich euch gerne ein neues Gerät vom Hersteller Hilogy vorstellen. Und zwar haben wir hier einen mobilen Akku-Inhalator mit dem Modell RQ Plus. Und diesen wollte ich euch gerne hier im Video etwas näher vorstellen, wie das Ganze funktioniert, was dabei ist. Zeige ich euch auch direkt nach dem Intro. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Gute Arbeit. Willkommen zurück. Ja, schauen wir uns jetzt auch erst einmal hier den Lieferumfang an. Wir haben hier einmal vor uns die Verpackung und auch einmal das Gerät, das ich schon ausgepackt habe. Außerdem bekommen wir hier im Lieferumfang noch einiges an Zubehör. Dieses sehen wir jetzt an. Ihr bekommt einmal hier ein Mundstück. Dann haben wir hier zwei Gesichtsmasken. Einmal für Kinder und für Erwachsene. Einen zweiten Zerstäuber, falls mal einer kaputt gehen sollte. Ein Micro-USB-Ladekabel. Und zu guter Letzt natürlich eine Bedienungsanleitung sowie ein Quick Guide, also damit ihr sofort damit loslegen könnt. So, kommen wir jetzt natürlich zum Wichtigsten und zwar zum Inhalator selber. Wir nehmen ihn jetzt einfach mal hier in die Hand. Ihr merkt auch gleich vom Gewicht her, ist es wirklich sehr, sehr leicht. Wir haben hier gerade mal 106 Gramm und von der Größe her, ich habe ziemlich kleine Hände, damit ihr das einfach mal hier so optisch euch ausmalen könnt. Das Ding passt auf jeden Fall super in eine Jackentasche rein oder auf Reisen, in Rucksack und so weiter. Ihr könnt es, wie gesagt, überall mitnehmen und es ist auch immer sofort einsatzbereit, falls jemand irgendwie eine Medizin inhalieren muss, die er auch ständig braucht. Wir nutzen es immer bei Erkältungen. Wir haben auch schon ähnliche Geräte von Hilogy, die genauso funktionieren. Und wie gesagt, bei Erkältungen nutzen wir die mit dieser Pari-Inhalationslösung. Die gibt es in der Apotheke zu kaufen oder auch im Internet zu bestellen. Ja, aber kommen wir jetzt hier zum Gerät. Wir haben hier einmal eine Schutzkappe, die könnt ihr hier entfernen oder müsst ihr auch entfernen, damit ihr dann hier entweder das Mundstück, so wie in meinem Fall jetzt hier, einfach hier dran stecken und schon ist es auch fest, es fällt nicht runter und entweder, wie gesagt, ihr nutzt hier das Mundstück oder ihr nehmt hier eine dieser Masken, die könnt ihr dann hier genauso festmachen, so rum und hier mit dem Gummiband dann einfach anlegen. Ja, dann haben wir auf der Rückseite hier unseren USB, Micro-USB Anschluss zum Aufladen des Akkus und hier weiter oben haben wir einen Knopf, mit dem wir hier den Zerstäuber sozusagen hier und den Tank herausnehmen können und hier drunter befindet sich natürlich, wie gesagt, der Akku. Und hier unser Behälter, wo ihr dann die Flüssigkeit reinmachen könnt, könnt ihr dann einfach aufdrehen. Es passt hier bis zu 10 ml rein. In so einer Pari-Lösung sind nur 2,5 ml. Also ihr seht, da passt schon einiges hier auch rein. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Aber bevor ich das mache, wir haben hier unten noch unsere Bedienelemente, unseren Ein- und Ausschaltknopf sowie ein Plus- und Minus-Symbol, um hier auch die Stärke der Zerstäubung einzustellen und das zeige ich euch natürlich auch gleich. Jetzt befüllen wir das Ganze einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein Fläschchen heraus und fülle dieses einfach hier mal in den Tank rein. Einfach hier reinfüllen. Und dann macht ihr einfach hier wieder diesen Deckel zu. Und schon ist das Gerät, wie gesagt, einsatzbereit und ihr werdet auch gleich merken, es ist auch wirklich super leise. Ich schalte jetzt mal ein. Und vielleicht hört ihr auch im Hintergrund sogar unsere Uhr hier ticken. Und so könnt ihr euch das mal ausmalen, wie leise das ist. Also im Gegensatz zu diesen größeren Geräten, die an die Steckdose müssen, haben wir auch zu Hause. Aber ich finde es auf jeden Fall super praktisch mit dem Gerät und ich finde auch die Zerstäubung ist hier richtig gut und es kommt hier auch ordentlich was raus.
Was ihr beachten müsst, ist natürlich hier das Ganze hier auch gerade zu halten. Schräg geht, solange noch was im Tank ist. Sobald der Tank aber etwas geringer Inhalt ist, kann es natürlich dann wieder hier weniger herauskommen. Jetzt hört ihr das auch, wenn ich das hier verstärke. Dann kommt dann auch auf jeden Fall schon auch viel mehr hier heraus. Und schon auf der geringsten Stufe kommt auch ordentlich hier Zerstäubung heraus. Ist auf jeden Fall richtig cool. Also wie gesagt, ich nutze hier das immer mit diesem Mundstück. Es reicht auch bei Kindern zum Beispiel auch nur in die Nähe des Mundes zu halten, damit die das einfach nur einatmen, diese Lösung. Also die eignet sich gut bei Erkältungen. Aber fragt vorher natürlich euren Arzt, ob ihr das nehmen dürft und ob es auch gut für euch ist und so weiter. Also wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber wir nutzen das also zu Hause regelmäßig bei Erkältungen. Ist auf jeden Fall wirklich super praktisch für unterwegs, wenn ihr auf Reisen seid. Und ja, aber auch zu Hause, wie ihr gesehen habt, das ist sofort einsatzbereit. Natürlich vorausgesetzt, ihr habt das Ganze hier auch aufgeladen. Der Akku hält, puh, schwer zu sagen. Also ich sage mal so, ja, 10 Anwendungen, dann lade ich das immer vorher sicherheitshalber auf, bevor der Akku dann im Notfall oder wenn wir es dann gerade nutzen möchten, dann doch nicht aufgeladen ist. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wie oft man das verwenden kann, ohne hier, dass das Ding hier in die Knie geht. Und ja, vom Preis her liegen wir hier bei circa 30 Euro momentan. Ich habe gesehen, auf Amazon gibt es jetzt auch noch, ich glaube, 20% Coupon. Ich werde das Ganze natürlich auch verlinken. Schaut es euch einfach mal an, wenn euch das Ganze interessiert. Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Gerät. Ihr seht, sehr leise, super einfach zum Bedienen und auch auf jeden Fall preiswert. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch hier das Gerät etwas näher vorstellen. Schaut mal an, wie das hier zerstäubt und es kommt immer noch was raus. Einfach nur mega, mega cool. Also, boah. Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt davon. Sagt mir eure Meinung, falls ihr ähnliche Geräte besitzt oder auch euch dieses hier kauft und euch da und es dann auch natürlich einsetzt. Sagt mir eure Meinung, wie ihr es findet, in den Kommentaren. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt zum Gerät, wie man es bedient oder sonstiges, fragt einfach. Ich versuche dann so schnell wie möglich auch weiterzuhelfen, soweit ich natürlich kann. Und ja, an dieser Stelle trotzdem wünsche ich euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.